So, willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf YouTube. Auf Twitch geht es natürlich immer noch weiter mit der Let's Play Session Nummer 3 mit Resident Evil 4, dem Remake. Und genau da werden wir jetzt weitermachen, wo wir letztes aufgehört haben. Denn auf der Brücke haben wir gerade wieder einen Spinnfreund gesehen, der eklig ist. Pfui. So, ich vermute auch mal, dass bald der Boss kommt gegen den Typen, der uns hier die ganze Zeit ärgern will. Könnte jetzt in der Folge passieren. Schauen wir mal. Hier ist gerade wieder eine Party am Start, oder was? Pfui. Irgendwas kriecht hier rum. Pfui. Was ist das? Aha. Ich will da nicht hoch. Da oben ist irgendwas Ekliges. Lass uns daneben springen. Ich will ja nichts sagen, aber meine Pistolenmunition geht langsam zu Neige. Wie sie sich da hinten versteckt, die Spinne. Das ist Ruhe, das ist schön. Okay, wir müssen von unten nach oben. Einen Moment. So, gehen wir jetzt hier hoch, müssen wir oben den Hebel umlegen und dann können wir dann da lang, denke ich mal. Schweres Rätsel. Siehst du? Okay, das Wort. Da ist noch ein Schatz! Oder ist der... Wait. What? Irgendwo hier. Oder ist ganz oben auf dem Turm. Weil hier kann ich nichts sehen. Oder ist der... Er kann auch weiter unten sein. Er wird mir hier nicht markiert. Ha, naja gut. Wir müssen am Endeffekt eh nochmal die ganze Burg zurück anscheinend. Schauen wir mal. Oder ist hier... Hier zurück. Ah, Spinne. Ging's noch einen anderen Weg? Geht's hier überall lang? Ist auf jeden Fall ein Schatz. Aber das hier scheint der richtige Weg zu sein. Alter! Ich
Er wirft erstmal seine Sense nach mir. Reicht doch. Ich werde nichts sagen, aber meine Pistolenmunition macht langsam die Fliege. Oh, kann ich mal nachladen. Finde ich nicht geil. Ich brauche hier so ein L, nee, M ist das, glaube ich, gewesen. Ding. Hier ist der Hebel. Was hier noch? Noch eine Kiste. Okay. Alter, wo man hier überall rumrennt. Was sagst du? Demonios! Demonios! Beide tot. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das der richtige Weg ist, den ich noch gar nicht gehen will. Schlecht. Ich will nicht schießen. Sterb. Wo zum Fick ist hier der Schatz? Natürlich da drin. Kunstvolle Hals. Ach du Scheiße. Zwei Runde und zwei Viereckige. Rechteckige. Krass. Ja, Runde habe ich nicht. Es sei denn. Nee. Ja, nur einer. Trotzdem fehlt mir dieser Schatz hier. Ich weiß nicht, welcher Ebene der ist. Er wird mir nicht markiert. Vielleicht komme ich doch noch höher. Ja, hier war ich ja eben. Aber komme ich jetzt auch irgendwie wieder zurück? Wir müssen noch mal kurz gucken. Das ist der Hebel. Okay. Dann nicht. Aber wie gesagt, für den Schatz hier vorne, also die zwei hier, muss man eh noch mal durch die ganze Burg durch. Weil hier brauche ich den Schubladenschlüssel und hier brauche ich einen rechteckigen Schlüssel, den ich noch nicht habe. Ah, gut. Au! Au! Mach doch mal keinen Stress. Die mit ihren scheiß Schilden, Junge. Arschloch. Eck. Der hat nicht mal was verloren.
Doch, hat er. In der Ecke verstecken. Meinst du, ich höre dich nicht? Sorry, keine Absicht. Kostet mich hier Munition ohne Ende. Ach, guck mal, wir sind jetzt ganz oben. Kann das sein, dass der... Nee, doch nicht. Da. Noch eine Etage höher ist der Schatz. Das heißt, ich muss andere Richtung. Hier müsste ich rauskommen. Da oben muss er sein. Also den Turm haben sie auch neu gemacht. Den gab es im Original nicht so. Soweit ich weiß. Hallo, jemand da? Bitte was? So langsam geht ihr Typen mir echt auf den Sack. Au. An den kann ich mich ja gar nicht erinnern. Natürlich trifft er. Okay. Der ist eine Nummer zu groß für mich. Ich will den Schatz haben. Farbenbonus. Machen wir doch bei dem auch zwei Farbenbonus, oder? So gibt er 27,5 und so gibt er 27,5. Ne, 25,2. Ist ja frech. Ja, das ist so besser. Wie mache ich den Kollegen jetzt? Ich muss erstmal hier alles aufmachen. Das war knapp. Oder was? Hier, werf mal. Jetzt werfen. Dankeschön. Thank you.
jetzt rüber. Halt nicht. Immer noch nicht. Noch eine Schublade, ernsthaft? Hallo? Nerven aufreibend hier ohne Ende. So, mein Großer, jetzt bist du dran. Ein Schuss und das war's. Hallo Jungs. Okay, weiter im Text. Ist noch irgendwas abzuschießen? Sieht nicht so aus. Ich habe einen Schatz übersehen. Nein! War das die Schublade? Nee. Ich muss zurück, verdammt! Noch eins tiefer. Ach, da unten an der Seite war das. Ups. Ja. Ich glaube hier lang. Ja. Hier unten muss der gewesen sein. Da hinten im Raum. Tot, Sauber. Das ist aber schön. Ist die Schublade. Da kommen wir nicht hin. Frech. So. Geh mal wieder hoch.
Da war die Lader. Ich will nochmal alles gucken hier. Müssen wir auch bald in den Irrgarten hier kommen. Da wird es auch sehr interessant. Im Original war das echt eine schlimme Stelle. Was habe ich denn da jetzt gemacht? Oh, das Tor wieder aufgemacht. Okay. So, was sagst du eigentlich zu meinem Leon-Outfit? Ist geil, gell? Sieht ein bisschen aus wie Dante von Devil May Cry, nur mit schwarzen Haaren. Obwohl er noch etwas jünger war. Rotes Kraut. Alter, ich habe 23 Schießpulver und 1 Million von den Dinger, aber nicht das blaue. Frech. Gewehrmunition. Ah. Ich hätte gern Schrotflintenmunition. Als ob. Ja geil, wie komm... Sorry, ich hatte genug für heute. Ich komme doch nie mehr zurück? What? Na, hier wird man dann zurückkommen. Okay. Also wenn man jetzt hier Schätze vergisst... Aber da ist auch noch einer. Wollt ihr mich verarschen? Oder man muss wieder den ganzen Weg rumlaufen. Oh Gott. Ja, geil. Na gut. Oh ne. Vergesst, was ich gesagt habe. Na gut, Destiny 2 oder Destiny habe ich schon ewig nicht mehr gezockt. Kann sein. Gibt's kein Loot? Frech. Oh ne, der Irrgarten. Normalerweise müsste der Krallen, also der, ich nenne mal Vega. Wer Vega kennt, Street Fighter, gell? So nenne ich den jetzt einfach mal. Ich glaube, hier kam auch ein Vega im Original. Ashley, wo bist du? Ja, finde ich auch. Die Augen vor allen Dingen. Ich habe erst gedacht, das wäre Sharingan. Aber leider nicht so. Sind sie nicht rot? Frech. Jetzt haben wir Nervensäge wieder am Sack. Komm nicht näher. Ich tu dir nur wieder weh. Ich hab solche Angst. Ich war plötzlich... Was für das Outfit? Überhaupt nicht. Ich glaube 2,99. Ich war etwas anderes. Das muss schrecklich gewesen sein, ich weiß. Du auch? Angst zu haben ist okay. Aber lauf nicht weg. Du musst nach vorne sehen. Wir stehen das durch. Zusammen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das wirst du. Halt dich nur... von meinem Messer fern, okay? Leon. Danke. Oh, das war's mit dem Kapitel. War ein anstrengendes Kapitel. Ja, geht. Das Kostüm wäre normalerweise in der
Deluxe-Version oder so wäre das, glaube ich, kostenlos dabei gewesen. Kommen wir nun zu Kapitel 9. Luis, wo bist du? Sorry, ich hab's vermasselt. Komm und rette mich, mein Prinz. Treib's nicht zu weit, Prinzessin. Ach komm, bin im Beisaal hinterm Burghof. Komm nicht zu spät zum Tanz. Unglaublich, der Typ. Kapitel 9. Aber wir können ihn doch nicht im Stich lassen, oder? Das heißt, wir haben jetzt noch 7 Kapitel zu spielen, weil 16 Kapitel hat das Spiel. Okay, ist sicher. Und wir haben jetzt schon eine Spielzeit von 8 Stunden und 15 Minuten. Es geht länger als das Originalspiel, meiner Meinung nach. Aber ich sag mal so, wenn man es einmal durch hat, weiß man ja, was man machen muss, dann hat man es dann auch schneller durch. Ist ja wie bei Teil 8. Beim ersten Mal habe ich, glaube ich, auch 15 Stunden oder so gebraucht. Und beim dritten Mal habe ich es in 1,5 Stunden durchgehabt. Aber auch nur wegen einer Trophäe. Die können wir gleich nochmal speichern. Das ist ein Quatsch. Muss mal lang. Warte mal. Burghof. Von da kommen wir. Ja, lang. Gehen wir zurück. Also da lang. Oh ne, der Garten. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Oh, Munition. Das Spiel weiß schon, warum es mir schon 5 Munition gibt. Ah. Jetzt erstmal klarkommen hier. Ganz hinten ist ein Schatz, den wollen wir erstmal holen. Da mal rankommen. Oh nee, Hundis, die gibt's ja auch noch. Renn doch nicht weg, komm her. Okay. Nicht richtig, jo. Bist du okay? Ja. What the fuck? Ist einfacher so. Der lebt noch. Ashley, du bist im Weg. Unter mir ist auch noch irgendwo einer. Schwere Granate. Was ist denn da der Unterschied? Oh, die braucht 2 Plätze. Eine größere, leistungsstärkere Handgranate. Aha. Interessant. Muss ich der Schatz sein? Ah, da. Ja. Was war denn das? Das war gerade irgendwie komisch. Geh weg. Wie viele gibt's denn von denen hier, ey?
Elegantes Schachbrett. Lass mich raten, 10.000 wert? 13.000. Ein aus besonderem Marmor gefertigten Schachbrett lässt sich sicher verkaufen. Ja. So, was ist eigentlich unsere Aufgabe jetzt hier so richtig? Hier gibt es eine Leiter. Geh mal die Leiter hoch. Was ist hier? Ach da. Hey, sieh nur, du hast die Flagge gehisst. Glückwunsch. Steh ich mal jetzt in den See oder was? Hundi, ich komme. Ein Schuss. Alles in Ordnung? Ja, alles bestens. Seidenkristall. Ich höre dich. Ich sehe dich. Hier drüben ist auch noch irgendwo einer. Na komm schnell. Meine Weste ist fast im Arsch. Muss ich mal wieder reparieren? Ah, Spinne, Schlange! Spinne. Ist auch so eine Spinne. Kannst mich gleich mal heilen. Oh, ich hab noch Revolver-Munition. Wann hab ich denn die eingesammelt? So, jetzt müssen wir wieder da lang. Ich höre eine Figur. Da. 7 von 16. Was ist denn das für eine Verarsche? Wait, what? Okay. Ich muss hier hoch. Ja, lang nicht. Hier muss es irgendwo eine Treppe oder Leiter geben. What? Ey, ich hab genossen. Komm ich jetzt da hoch? Wie wär's denn mit der Treppe hier?
hier richtig? Nein. Da ist er. Dankeswort. Die ist hier unten. Ah. Das ist ja frech. Gut versteckt. So, jetzt links und dann darunter. Aber eigentlich müsste hier noch ein Vega kommen. Ich bin der Meinung, im Original gab es hier so einen Vega-Typen. Ich wusste, dass hier noch eine Kiste ist, deswegen bin ich hierher. Nicht. Ich bin richtig, es gibt wieder Gegner. Ach, warum nicht? Hier. Ich habe gerade was Schönes eingesammelt. Ich kann. Hä? Habe ich nicht gerade. Ach, das war eine Blendgranate. Frech. Ich höre hier immer noch einen Hund. Da hinten. Anweisung geben. Hilf mir hier mal kurz. Okay. Macht Sinn. Vorsichtig. Das war Nummer 3. Endlich raus aus diesem beschissenen Irrgarten. Ja, sehe ich also. Irrgarten! Sie sind hier! Ashley, lauf! Ah, unternehmen schießen. Ashley? Nein, lasst Ashley in Ruhe. Hallo. Weg mit dir. Langsam habe ich genug. Wie lang? Ey. Die Beste macht's nicht mehr lang. Renn doch nicht an mir vorbei. Leon, pass auf. Ey. Ihr nervt. Richtig. Meine Weste ist kaputt. Toll. Ja, alles okay. Halt. Wo ist der andere Hund? Hör dich doch. Aber so ein großer.
Also viel zur schrumpfenden Munition, ne? Kam doch kein Vega hier. Ich hätte schwören können, im Original gab es einen. Aber anscheinend nicht. Gut, jetzt raus hier, scheiß Irrgarten. Aber, ja, Tatsache. Man könnte jetzt hier zurück... Hatte ich nicht noch irgendwo eine Stelle, wo ich Ashley brauchte, um hochzukommen? Scheiße, wo war denn das? Da war das. Also wir gehen noch nicht zurück. Weiter. Wir gehen zurück. Irgendwo knurrt hier noch einer. Ashley, wir müssen einen kleinen Umweg machen. Sagt eigentlich die Zeit. Ah, nicht mehr lange. Da ist was Neues reingekommen. Echt? Was könnte dich interessieren? Koffer? Willkommen. Ich hab was Neues für dich. Ja, er hat einen neuen Koffer. 36.000. Warum probier ich? Er ist ziemlich groß. Erfüllt seinen Zweck. So viel ist sicher. Im Grab bringt dir dein ganzer besten Dank. Besser zu gut vorbereitet. Habe ich recht? Kirch der Buße. Was kann ich für dich tun? Komm jederzeit. Ja, ich habe ein bisschen mehr Platz. Ich wäre irre. Ist aber, glaube ich, noch nicht der größte. Ganz schön viele Schießpulver-Sachen. Okay, nochmal speichern. So, wir wollen mal den Weg gucken. Also hier nach oben. Hier richtig, ja. Das war dann hier lang. Scheiß Raum. Hier war das. Was ist denn jetzt? Was geht denn mit dir? Na geil. Was ist das denn gewesen jetzt? Oh, immerhin, ich bin eine. Die erste Mal eine Rüstung lebendig. Komm. Okay. Das war mal was Neues. Ist offen. Firma dankt. Schrotflintenmunition. Chronik der Familie Salazar. Die Linie der Salazars steht kurz vor ihrem Ende. In den Bemühungen, Ramons Krankheit zu heilen, ließ seine Mutter Catalina den Teufel ins Haus. Ja, ja, ja. Und so weiter. Er ist ein böser Junge. Mehr braucht man nicht wissen. Oh, nicht großer. Zum Götzen hat man schon mal. Warte, kann ich dir sagen? Das ist genau 15.000 wert. Hab ich jetzt noch irgendwas vergessen? Hier brauchen wir Schlüssel, den habe ich nicht. Und vorne die zwei noch. Und hier sind auch noch einige. Ach Gott. Hier dürfte dann der Bosskampf sein, glaube ich. Gegen den Jungen. So, dann zurück. Und dann würde ich auch mal vermuten, dass es so langsam war mit der dritten Let's Play Session zu Resident Evil 4, dem Remake. Was will ich denn hier? Ach doch, ich muss ja wieder hoch. Aha.
Gut, dass Ashley in dem Bereich hier nicht dabei war. Bin ich besorgen? Doch unten. Statt oben muss ich lang. Aber da komme ich doch nicht mehr. Ich komme doch hier nicht hoch. Wie, muss ich jetzt den Weg laufen? Oh ne, doch muss ich. What? Oh ne, wir nehmen die Tür. Verkaufst du dieses Ding? Hatte ich vor, ja. Hallo, Fremder. Willkommen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Ich will noch mal gucken. Was reintun konnte ich nicht, gell? Nee. Willkommen. Gibt's, die kann ja auch weg. Ich kaufe fast alles. Ah, dafür lasse ich einiges springen. So, ich muss reparieren. So gut wie neu. 9,5. Gute Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Könnte man ja auch. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Das ist alles so teuer, ey. Probier mal, ob's passt. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Das hier will ich. Wie bitte? Wo wir unsere Ware her haben? Das stirbt mir da draußen nicht weg. Oh, kann ich was herstellen? Natürlich nicht. Schreibmaschine da. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's. Ich denke mal, morgen gibt's dann die nächste Let's Play Session zu Resident Evil 4, dem Remake für die PS5. Und auf YouTube war's das jetzt natürlich auch mit der Folge. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Hier bei mir, dem Doomsday, auf Reingeschaut, auf Twitch oder YouTube. Und bis dahin, schönes Wochenende noch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.